dort. Ich muss mal pissen mit dem Bagger. Das ist doch lächerlich. Mit dem Superball. Ach, Schau. Ich schau. Ja, was für ein Vogel. Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Freiheit. Da muss ich lachen. Ich gebe jetzt schön einen Keulen. Talk Power granted. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Almost Beanstalk. Heute sind mit dabei der Flo. Hi. Der Andreas. Hallo. Der Niklas. Grüße. Und ich, der Stefan. Okay, erstmal zur Erklärung, was ihr euch sicherlich fragt, was ist denn Almost Beanstalk? Also die Leute, die die Bohnen verfolgen, kennen natürlich Almost Daily. Ein Format, was wir jetzt auch schon seit längerem fordern, dass es wiederkommt, dass es ja auch irgendwann wiederkommen soll, wie auch immer. Und wir hatten jetzt zu einem aktuellen Thema, zu dem wir dann gleich kommen werden, gemerkt, dass wir intern da auch ein bisschen Sprechbedarf haben und haben uns gedacht, okay, warum probieren wir nicht mal so ein bisschen eine Metadiskussion über ein aktuelles Thema und dann eben in diesem Format, wo man dann einfach zusammensitzt, jetzt wie in dem Falle virtuell, nicht am goldenen Tisch, aber trotzdem, und dann einfach mal locker drüber labert. Und am goldenen Tisch des Internets. Genau. Wir wissen noch nicht, was draus wird, ob sowas öfter mal kommt, ob es bei einer Folge bleibt, wie regelmäßig das kommt, wie auch immer. Machen wir dann auch ein bisschen vom Feedback abhängig und so weiter und auch, wie es uns gefallen hat. Aber wir versuchen einfach mal drauf loszuquatschen. Habe ich noch irgendwas vergessen, bevor wir richtig hier reinstarten? Mir fällt gerade ein kind dummer Kommentar ein, also daher wahrscheinlich okay, nicht. Anscheinend nicht. Gut. Ja, vielleicht noch, dass wir darauf gekommen sind, weil halt bei Rocket Beans das auch ein Thema war. Deswegen haben wir das Thema auch gewählt. Genau. Weil das war ja so ein bisschen Stein des Anstoßes. Mhm. Ja, dann kommen wir gleich zu dem Thema. Und zwar ging es darum, worüber wir diskutiert hatten, was wir jetzt ein bisschen öffentlich diskutieren wollen. Das ganze Thema rund um die Fußball-Weltmeisterschaft und vor allem dann auch erstmal in Bezug auf das Bundesliga-WM-Studio, das die Bohnen veranstalten. Ist es gut, dass sie es machen? Ist es schlecht, dass sie es machen? Ist es uns egal? Wie wir zu der ganzen Geschichte da stehen oder auch allgemein zu dem Thema Fußball-WM in Katar. Darum, um jetzt erstmal ein bisschen locker zu starten, haben wir uns überlegt, jeder sagt erstmal allgemein, wie er so zum Thema Fußball im Großen und Ganzen steht. Also, wer von euch möchte da anfangen, ein bisschen zu erzählen? Okay. Ich kann auch anfangen, wenn ihr wollt. Apropos, dann fang du an, Stefan. Ja, okay, dann fange ich an. Also, erstmal zum Thema Fußball. Ich bin selbst langjähriger Fußballfan, allerdings mehr auf den Vereinsfußball bezogen. Also ich bin auch Fan von Eintracht Frankfurt, von der Nationalmannschaft. Hin und wieder mal. Ich bin da jetzt nicht so der allergrößte Fan oder auch nicht der größte Länderspielschauer, wobei ich bei WMs und EMs eigentlich immer sehr, sehr viel schaue. Also die deutschen Spiele sowieso. Und es gab auch da Großveranstaltungen, bei denen ich versucht habe, alle Spiele zu schauen. Jetzt bei dieser WM nicht, aber das ist ja auch ein Thema, wo wir dann später noch drüber reden würden. Ja, dann darf der Nächste, wenn er möchte. Dann würde ich weitermachen. Ich bin HSV-Fan, allerdings nicht so wie jetzt Nils. Also ich schaue eigentlich selten die Spiele mir an, bin aber relativ informiert, wie jetzt aktuell der Tabellenstand ist oder wie welche Spiele gespielt wurden und was noch kommt. Nationalmannschaft verfolge ich eigentlich schon, also ist mir fast noch wichtiger als Bundesliga. Und schaue eigentlich ja schon noch, also regelmäßig, weiß schon Bescheid, würde ich jetzt mal sagen. Also was in der zweiten Liga aktuell abgeht. Ja, dann gebe ich weiter an Flo. Du machst es richtig, du nennst gleich jemanden, der dann dran ist. Ja, also bei mir ist es ein bisschen, ist die Story, glaube ich, ein bisschen länger. Ich bin damals
vor langer Zeit eingestiegen in also ins Fußballschauen über große internationale Turniere, also wie zum Beispiel Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Dann hat sich das weiterentwickelt, dann habe ich mir auch Champions League und sowas angeguckt und irgendwann habe ich dann auch Vereinsfußball regelmäßig geguckt. In den höheren Ligen war ziemlich lange Energie Cottbus-Fan, die ja mittlerweile in der Regionalliga, glaube ich, immer noch rumdümpeln. Ich bin gar nicht mehr so informiert. Ja, seit 2020 habe ich dem ganzen Quatsch komplett abgeschworen. Also man muss vielleicht davor noch sagen, habe mich vorher schon, also eigentlich schon seit ich mich wirklich für Vereinsfußball mehr interessiere, ist mir die Nationalmannschaft ziemlich egal gewesen. Ich habe dann schon die Spiele geguckt, ich habe die größeren Turniere geguckt, aber halt nicht, also ich war nicht so sehr involviert sozusagen. Jetzt, wie gesagt, seit 2020, eigentlich seit Anfang Corona, das war mir dann einfach alles irgendwie zu viel. Ich habe irgendwann für mich persönlich so realisiert, dass einfach diese gesamte FIFA und DFB und wie der ganze Scheiß alles heißt, dass das einfach mir alles viel zu falsch ist und viel zu kaputt ist und dass ich das einfach nicht mehr unterstützen will, weder mit meiner Anwesenheit, keine Ahnung, wie man es nennen soll, also weder mit meinem View noch irgendwie mit meinem Geld oder sowas. Also soweit ich das unter Kontrolle habe, denn ich sag mal jetzt auch die Übertragung der Fußball-WM, kann man ja jetzt sagen, bezahle ich ja irgendwie auch mit, weil ich ja auch GEZ bezahle, beziehungsweise Rundfunkbeitrag heißt das ja seit vielen Jahren eigentlich. genau, aber davon abgesehen, wenn ich die Wahl habe, dann bezahle ich das halt nicht mehr und dann will ich da auch kein Geld mehr reinstecken und interessiere mich dafür auch im Grunde nicht mehr. Also ich bin auch uninformiert. Ich krieg natürlich jetzt aktuell viel mit, weil man dem nicht wirklich aus dem Weg gehen kann. Also ich gucke keine Spiele und ich versuche dem so gut es geht aus dem Weg zu gehen, aber bestimmte Dinge kann man einfach nicht, also du kommst einfach nicht umhin, du wirst damit auf Twitter konfrontiert, du wirst damit auf Mastodon konfrontiert, im Forum, eigentlich überall ist das Thema sozusagen. Und ja, deswegen, das ist der aktuelle Stand. Soll ich oder will gleich einer? Mach du. Nee, du hast nur wegen Mastodon, dass wir jetzt gerade einen neuen Account gegründet haben, kann man noch an dieser Stelle noch mal kurz sagen, gleich am Anfang. Also den Beanstalk gibt es jetzt auch bei Mastodon, und zwar beanstalk@podcasts.social. Stark, das ist aber einfach zu merken. Na gut. Das ist richtig. Vielleicht das ja unsere nächste politische Folge, wenn wir dann drum reden, warum wir jetzt auf Mastodon sind. Aber heute erstmal nicht. Ja, meine Fußballverbindung, es ist mir relativ egal. Also Sportfernsehen an sich ist mir schon relativ egal. Und als ich habe es mal ein paar Jahre probiert mit Fußball schauen, weil es auf dem Schulhof und so auch immer Thema war. Man möchte ja irgendwie irgendwann mal mitreden. Aber als ich dann auch dieses gehört habe von wegen, wie viel Summen da umgesetzt werden und wie viel Geld da fließt und wie viel mehr als in allen anderen Sportarten die verdienen, dann kam es mir noch mehr recht, dass es mir eigentlich, wenn ich ganz tief in mich gehe, relativ egal ist. Ja, und deswegen fällt es mir jetzt auch relativ leicht, der WM jetzt nicht zu folgen. Ich habe auch keine Freunde, die dann irgendwie sagen würden, hey, komm doch rum, wir schauen das an oder so. Von daher ist es für mich jetzt nicht so schlimm, darauf zu verzichten. Ich habe auch die anderen Jahre nicht wirklich bewusst daran teilgenommen. Okay, dann bist du wahrscheinlich der Neutralste von uns. Schauen wir mal. Ich finde diese ganzen Hintergrundsachen, wie gesagt, das mit den Summen oder auch, dass zum Beispiel während Corona das ein Sport war, der auf einmal wieder ging, weil der Deutsche braucht ja Fußball, Bier und Alufelgen. Ja. Da war ich irgendwie genau, auch richtig. Schon hart genervt. Also das war auch schon so eine Sache, wo ich so, ja, also der Sport kann nichts dafür, so. Das macht bestimmt auch Spaß, wenn man es irgendwie kann und so. Aber dieses ganze Klimbim drumrum, das geht mir schon seit Jahren hart auf die Nüsse. Das kann ich tatsächlich gut nachvollziehen. Also auch das gerade das Thema Anfang Corona und so, das war ja auch nochmal was mir das nochmal mehr vor Augen geführt hat. Auch wenn es einem irgendwie unterbewusst immer schon so ein bisschen klar war, oder nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich sehr klar war, dass da vieles nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber ja, ich wollte kurz ergänzend noch sagen, weil es mir gerade noch einfiel, weil es ja vielleicht auch relevant ist, Thema Bundesliga. Das habe ich eigentlich immer gerne geguckt, auch noch eine Zeit lang, nachdem ich eigentlich schon keinen Fußball mehr geguckt habe. Von daher war ich dann darüber immer noch ein bisschen informiert. Mittlerweile nicht mehr wirklich, aber ich mag natürlich die Leute, die dahinter stehen. Ich finde, Tobi ist zum Beispiel ein sehr, sehr einfach ein guter Typ, einfach den ich einfach gerne sehe, auch wenn er mal in einem anderen Format ist und dem ich gerne zuhöre und so. Und ja. Aber gerade schaue ich mir Entschuldigung, mach ruhig.
Nee, erzähl du erst. Bei mir wird's ein bisschen. Da schaue ich mir tatsächlich die Specials gerne an. Also wenn sie irgendwie, haben ja über die WM in Katar geredet vor einem halben Jahr ungefähr oder als damals die Super League ein Thema war oder um die Zukunft des Fußballs generell gab es ja mal eine Folge irgendwie. Sowas gucke ich mir dann an, weil die Spieltagsbesprechungen, da würde ich mich, glaube ich, totlangweilen, weil ich das einfach alles nie gesehen habe. Ja. Der Flo, weil du gerade Tobi angesprochen hast, jetzt zu dem ganzen Thema, ist, also es gab ja ganz große Diskussionen, wie gesagt, da kommt man gar nicht drum rum, sollte man die WM boykottieren oder sollte man sie nicht boykottieren und wenn ja, in welcher Form und so weiter. Und das Bundesliga-Team hat sich ja dazu entschieden, WM-Sendungen zu machen, wie bei den letzten WMs auch immer. Ich glaube, sie hat jetzt 6 oder 7 angekündigt für dieses Jahr. Ich glaube, 7 sogar. Ich weiß es nicht. Ja, und also gleich mal vorweg, ich finde es okay, dass sie die Sendungen machen, aber da fand ich die Begründung, die insbesondere Tobi gegeben hat, ja, relativ schwach und auch nicht so ganz nachvollziehbar, so aus dem Gesichtspunkt. Das ist was ich ein bisschen merkwürdig fand. Um das mal kurz für euch oder auch für die Zuhörer zu sagen, wer es nicht mitbekommen hat, also die Begründung oder beziehungsweise, ja, also Tobi hat erstmal gesagt, er muss die WM irgendwie verfolgen und dann, er arbeitet ja nicht nur bei Bundesliga, er ist ja freier Mitarbeiter bei den Bohnen und er schreibt ja auch für Blogs und fürs ZDF macht er, glaube ich, auch irgendwas online. Und er sagt, er verdient damit halt sein Geld. Also er kann nicht sagen, okay, ich ignoriere das komplett, weil dann verdient er jetzt einfach ein Vierteljahr lang nichts und verdient dann wahrscheinlich auch nie wieder was, weil er dann einfach nicht mehr engagiert wird für solche Veranstaltungen. Kann ich alles nachvollziehen, aber zum Thema Bundesliga hat er dann auch gesagt, ja, sie hatten lange interne Diskussionen und haben sich dazu entschieden, das Ganze zu machen, aber sie machen keine Werbung in den WM-Specials und so ist Bundesliga jetzt im Endeffekt für die WM-Zeit ein Zuzahlungsgeschäft für RBTV, weil Tobi muss ja weiterhin bezahlt werden, die anderen Moderatoren müssen für die Zeit bezahlt werden, die Studios müssen vorbereitet werden und so weiter. Also es kostet ja trotzdem Geld und sie haben halt jetzt keine Sponsoren dabei. Und das finde ich dann irgendwie inkonsequent. Also da muss ich kurz einhaken, weil das kann ich sogar noch irgendwie verstehen. Also ich verstehe, dass das erstmal komisch rüberkommt, aber im Grunde, er hat das übrigens auch erklärt nochmal irgendwo, ich habe da auch einen Post von ihm gelesen, Bundesliga ist eigentlich immer ein Verlustgeschäft, es sei denn, sie haben für eine Folge einen Sponsor. Das ist so ungefähr so einmal im Monat. Oder ein bis zweimal im Monat, hat er, glaube ich, gesagt. Ich weiß es nicht, ich gucke Bundesliga aktuell nicht mehr, deswegen weiß ich es nicht genau. So, aber genau, und dadurch kann ich das dann durchaus noch mal verstehen, dass man sagt, es ist immer noch besser, also beziehungsweise es gibt noch einen anderen Punkt natürlich, weil die Leute, die dort sind und die das produzieren und die dann zum Beispiel, also gut, die Moderatoren vielleicht nicht unbedingt, aber die sind ja trotzdem da. Also die würden vielleicht was anderes produzieren können oder so, aber du wirst ja jetzt nicht sagen, wir machen keine Bundesliga und oder keine WM und das ist dann jetzt einfach tote Produktionszeit sozusagen. das sind ja trotzdem Kosten, die anfallen. Deswegen kann ich das durchaus noch ein Stück weit verstehen, dass man irgendwas in dieser Zeit machen möchte. Was ich nicht verstehe, ist, dass man sagt und das auch noch lang und breit erklärt, dass man total Bauchschmerzen dabei hat, diese WM zu begleiten und es dann aber trotzdem macht und nicht sagt, zum Beispiel, ich weiß nicht, was es da für Hindernisse und Schwierigkeiten gibt, aber ich hätte zum Beispiel gut gefunden, wenn man gesagt hätte, wir machen in dieser Zeit einfach Sondersendungen über was weiß ich für welche Themen. Es gibt bestimmt etliche Sachen, über die man noch reden könnte. Und dann hätte man auch diese Zeit genutzt. Man würde wahrscheinlich trotzdem Verlust machen, weil man dafür keinen Sponsor kriegen würde. Aber das wäre ja kein Unterschied zu jetzt. So ja, gesehen. Okay, aber dann sage ich mir trotzdem, jetzt, wenn sie für die WM-Folgen Sponsoren hätten bekommen können, dann können sie es doch, und sie entscheiden sich für die Folgen zu machen, dann können sie es doch ganz durchziehen. Mit Sponsor und allem. Meine Meinung. Ja, das ist halt irgendwie so ein bisschen. Also das davon hat doch dann jetzt niemand was, wenn sie jetzt auf Sponsoren verzichten. Aber gut, Andreas, Niklas, ihr wart jetzt schon lange still. Wie findet ihr das Ganze? Ich finde es spannend, wie ihr euch da echauffiert. Also
ich weiß nicht, sie machen es ja wahrscheinlich, ich würde jetzt mal sagen, sie produzieren es für die Fans, die sich freuen, dass Rocket Beans TV trotzdem die WM covert mit Berichterstattung, wie die jetzt auch immer aussehen wird. Ich habe jetzt noch keine Folge davon sehen können, weil die erste ist erst raus und die war irgendwie Vorbesprechung, glaube ich. Also ja, genau. Ausblick aufs Turnier irgendwie hieß die. Ja. Darum weiß ich nicht, wie währenddessen das sein wird. Die zweite würde jetzt heute kommen. Also die Folgen soll jetzt immer erstmal nach den Deutschlandspielen kommen und dann irgendwie noch eine vorm Halbfinale oder so und eine nach dem Finale, glaube ich, oder so irgendwie. Also ja. Und ich mach's wie allen, mit allen Sachen, was mich nicht interessiert, schaue ich nicht an. Und dann bin ich auch nicht traurig, also klar bin ich traurig, dass sie in der Zeit nichts anderes produziert haben, was mir gefällt, zum Beispiel Kino Plus 400, Hüstel. Aber es ist halt, ich guck's halt dann nicht an. Und ja, dass das jetzt gerade so ein politisches Thema ist und dass da vielleicht besser gewesen wäre, sie hätten gar nichts in dem Zuge produziert. Ja, klar, kann man auch so sehen, ja. Und ich bin auch bei Flo, also ich verstehe auch, dass sie das schon quasi produzieren, weil, wie Flo schon sagt, die anderen Mitarbeiter sind ja quasi am Start und es ist ja alles sonst da und das Studio muss geheizt, also wird auch weiterhin geheizt und alles. Und es macht auch, glaube ich, Sinn für das Format selber, anstatt jetzt 2 Monate gar nichts zu senden, also vom Bundesliga, dass da halt weiterhin Traffic ist und da irgendwie so ein Output von dem Format kommt. Also das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Gibt dir aber auch recht, ist eigentlich eine interessante Idee gewesen, dass man dann vielleicht andere Themen anspielt, vielleicht nochmal eine Rückschau oder irgendwelche oder andere, die andere, keine Ahnung, welche Sachen noch, die in irgendeiner Verbindung stehen, bespricht. Wäre eine Idee gewesen. Jetzt auch Sponsoren. Mein Spezial darüber, wie bekloppt der ganze Laden eigentlich ist. So, weißt du, das wäre auch mal eine Idee. Sowas hatten sie allerdings vorher schon gemacht. Ja. Also okay, ist noch nicht so lange her. Auch mit Gästen und so, die dann gesagt haben, dass der ganze Fußball, das ganze Fußballbusiness eigentlich verseucht ist. Aber ich finde, jetzt auf Sponsoren zu verzichten, ist ja halt schon auch irgendwo ein Opfer. Also ist ja schon auch, finde ich, ja, schon aber wem eine bringt Aussage das was? Das ist sozusagen die Frage. Ich ja, verstehe das schon, dass sagen, also das okay, ist ja irgendwo eine symbolische Geste in dem Moment, genau. aber ich denke mir halt so, also da bin ich ein bisschen bei Stefan, dass ich mir denke, wem bringt das denn was, weil damit tun sie logischerweise den Leuten, also der FIFA nicht weh. Gut, auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, selbst wenn sie jetzt sagen würden, sie produzieren gar nichts, würde das der FIFA am Arsch vorbeigehen, aber ja. Aber so irgendwie ist es. Haben sie denn bewusst verzichtet oder hat es keiner angeboten? Das ist ja auch nochmal was anderes. So wie ich es verstanden habe, haben sie bewusst verzichtet. Sie hätten wohl Sponsoren finden können. War die Aussage, die so gefallen ist. Wie hat ich glaube, also ich meine auch, die Aussage gelesen zu haben, dass sie sich etwas komisch dabei gefühlt hätten, wenn sie was ich hier von wegen ernste Themen besprochen hätten. Das hat, glaube ich, Tobi als Beispiel so genannt. Und dann kommt hier, und jetzt gehen wir rüber zu Tobis Taktikanalyse, sponsored bei Domino's Pizza oder sowas. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das ist halt einfach dann, um den Zuschauern gerecht zu werden, weil ich glaube, der Großteil der Zuschauer wird auch quasi aufs Flo seine Seite sein, dass sie sagen, okay, wir wollen von der WM, wir finden es gut, dass sie es quasi also die boykottieren sie und finden doch gut, dass quasi BTV sich jetzt quasi daran sich nicht noch bereichert. Ich kann mich jetzt nicht trauen zu sagen, dass das jetzt die meisten sind, aber also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass man auch mit der Entscheidung, aber das ist wahrscheinlich immer so, also auch mit der Entscheidung zu sagen, wir senden was und wir machen was, dass man auch damit Leute irgendwie verprellt und irgendwie halt sagt, also weil es natürlich echt ein sehr kontroverses Thema einfach ist. Und jetzt kann man natürlich, es gibt ja dann auch mal die Argumentation, jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber warum beschwert euch jetzt erst und nicht schon 2018 oder 2014 oder was weiß ich wann? Aber das finde ich halt auch immer doof, weil ich mir dann so denke, irgendwann muss man ja mal anfangen. So quasi, du kannst ja jetzt nicht, sonst kannst du ja nie irgendwas ändern, wenn du dann sagen musst, ja, nee, sorry, ich bin doch ein Heuchler, weil ich habe das vor 4 Jahren noch nicht gemacht. Nee, also das finde ich jetzt auch okay. Also da bin ich jetzt auch allgemein bei dem ganzen Thema, wo dann jetzt gesagt wird, okay, man hätte schon da seit 2010, weil da wurde die Weltmeisterschaft nach Katar vergeben, da hätte man schon seit 2010 drauf aufmerksam machen müssen an allen Seiten und so weiter. Also klar, die FIFA oder der DFB oder so, die hätten damals auf jeden Fall schon was machen können oder machen müssen, aber jetzt so
der normale Zuschauer oder da haben auch, sie ja, sie haben die WM nach Katar ja, stimmt. Also, nee, aber ich meine jetzt von Zeit des normalen. Aber ich möchte noch mal kurz rein, ich bin mir nicht ganz sicher, war es nicht 2012 und nicht 2010? Ich habe heute extra noch mal nachgelesen. Okay, alles klar. Die haben 2010 die WMs 2018 nach Russland und 2022 nach Katar vergeben. Also ein ganz großer Checkpoint. Das ist übrigens auch der Punkt, wo ich, ich will ja jetzt nicht, also das ist jetzt, hat jetzt mit Rocket Beans zuvor nicht viel zu tun, aber ich finde, da hätte man schon so das erste Mal merken können, dass da irgendwas nicht ganz recht sein kann. Ja, auf jeden Wenn Fall. Wenn die jetzt plötzlich das irgendwie 4 Jahre zu früh vergeben und dann, weißt du, weil normalerweise ist es ja immer, ich glaube, 6 Jahre oder 8 Jahre vorm so ungefähr, Turnier, ja. Dann werden die Rechte vergeben. Und jetzt haben sie gesagt, ja, wir machen einfach noch mal 4 Jahre drauf. Und dann, da hätte man vielleicht so schon sagen können, ich weiß nicht, ob ich das Paket kaufen sollte. Weil das wirkt ein bisschen so, als hätte man Sorge, dass die öffentliche Meinung sich ein bisschen in die negative Richtung verschiebt. Ja, aber jetzt gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es war damals ja auch schon, also ich meine jetzt gerade Russland und Katar sind jetzt beides nicht unbedingt Länder, die für ihre Freundlichkeit bekannt sind. Reine Demokraten, was ist denn los? Ja. Und aber trotzdem finde ich da jetzt auch Firmen oder Sponsoren oder was auch immer, also jetzt keine Ahnung, was soll denn selbst Coca-Cola 2010 schon sagen, okay, wir machen da keine Werbung mehr für euch. Ja. Das, also da reicht, oder hätte es gereicht, wenn sie jetzt vorher was gemacht haben, da kommt jetzt natürlich gar nichts bei den ganz Großen. Ist ja auch immer die Frage, gerade beim normalen Bürger, wann kriegt man es mit, um sich aufzuregen? Ich habe es halt jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr vielleicht mitbekommen, dass da irgendwas schief ist. Ja. Liegt vielleicht auch an mir selber, dass ich politisch desinteressiert bin, kann sein. Aber wenn ich es jetzt halt mitkriege, dann fange ich jetzt halt an, mich aufzuregen und nicht 2010. Ja, also. Ja, aber da muss ich schon, also muss ich dich ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, jetzt rein, wenn du, nur weil du dich politisch irgendwie interessierst oder so, glaube ich, würdest du das jetzt nicht unbedingt sofort mitkriegen, sondern das ist, glaube ich, eher was, wenn du das schon eher mitbekommen hast, dann liegt es wahrscheinlich eher daran, dass du dich für Fußball interessierst und dich da halt informierst. Ich würde jetzt sagen, politisch war das kein großes Thema bis vor kurzem oder bis vor 1-2 Jahren oder so, weiß ich nicht. Schade. Das ist übrigens was, wo ich finde. Ich würde sagen, dass es immer noch kein politisch großes Thema ist, also außerhalb der Fußballbubble und vielleicht BTV oder sowas. Nee, ich glaube, das ist sogar außerhalb von RBTV noch viel größer als bei RBTV. Na gut, vielleicht, ja doch, du hast recht. Da habe ich mich jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt. Da finde ich jetzt allerdings auch so grundsätzlich, dass sich da jetzt dann überhaupt damit beschäftigt wird, ist gar nicht so schlecht. Dann vielleicht lieber genauer hinschauen als gar nicht hinschauen. Ja, gut, billig gesagt, aber ja, so grundsätzlich. Aber was heißt denn genauer hinschauen? Heißt das sozusagen, dass jetzt jeder sich die WM angucken soll? Oder? Nee. Das war jetzt Stefans Ausrede, die Spiele zu gucken. Ja. Genau. Nee, mit genauer hinschauen. In 4K. Mit genauer hinschauen habe ich jetzt auch gemeint, dass jetzt in letzter Zeit gibt es ja viele Dokumentationen irgendwie in den Öffentlich-Rechtlichen und auch die Boden haben jetzt in der letzten Folge sehr viel über die Menschenrechtsverletzung im Katar gesprochen oder das Ganze drumherum, die Korruption bei der Vergabe und so weiter. Das wären alles Themen, wenn gesagt würde, okay, wir boykottieren das einfach komplett, jeder boykottiert es komplett oder jeder in Deutschland boykottiert es komplett, dann bekommt davon auch gar keiner was mit. Dann werden die Themen überhaupt nicht angesprochen. Wenn solche Dokus und 12.000 Podcasts alle 2010 rausgekommen wären, dann hätten wir dazu 2010 auch schon eine Meinung haben können. Aber wenn das alles jetzt 3 Wochen vorher rauskommt, dann kriegt es die Öffentlichkeit ja überhaupt nicht mit. Also. Genau, ich wollte dazu kurz noch, weil ich finde, also ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, dass, oder ich will ja auch gar nicht, dass man gar nichts dazu sagt, sondern es wäre ja für mich total okay, wenn zum Beispiel die Bohnen gesagt hätten, wir machen kein WM-Studio, wir machen WM-Sondersendungen oder irgendwas. Oder nenn es nicht WM, sondern es gibt einfach Sonderausgaben von Bundesliga und ein paar davon beschäftigen sich, oder vielleicht auch alle davon, beschäftigen sich halt damit, mit diesem Thema WM und was alles schiefläuft und was alles, also warum das so schlimm ist und so weiter. Das wäre für mich ja was anderes, als wenn man jetzt sagt, okay, wir machen ein WM-Studio und dann reden wir über die WM. So, also ich weiß, sie reden in diesem Studio mit Sicherheit auch über irgendwas, keine Ahnung, über irgendwelche Themen, die dazu halt gehören, die kontrovers sind, was da alles schief läuft und so weiter. Das kann ja alles Teil dessen sein, aber trotzdem geht es am Ende immer noch auch um die Spiele. Ja. Darum hätte ich halt gern die erste Folge schon mal gesehen, damit ich wirklich weiß, ob es um die Spiele geht. Die erste Folge war so halb-halb.
Hm, okay. Also die Vorbereitungsfolge, da wurde erst über das ganze Drumherum-Thema geredet und dann wurden die einzelnen Gruppen quasi durchgegangen und Favoriten getippt und so weiter. Also dann das Übliche. Was ich habe da kurz reingesappt. Entschuldigung, ja? Ja, nee, erzähl du es, sag du es. Ja, okay. Also ich habe kurz reingesappt in diese Vorbereitungsfolge und ganz oft, wenn irgendwelche kontroversen Themen kamen, hat Tobi gesagt, das haben wir in unserem Special vor einem halben Jahr ja schon gesagt, da könnt ihr nochmal nachgucken. Mhm. Also ich fände es trotzdem gut, wenn man seine Meinung trotzdem nochmal aktuell in der Folge sagt und nicht immer sagt, spul doch mal zurück. Ja, klar, ja. Genau, ich wollte bloß noch mal kurz auf eine Sache zurück von ganz am Anfang, weil du hast ja da irgendwie noch mal gesagt, hier Tobi, der hat ja auch gemeint, dass er irgendwie dann keine andere Wahl hat oder so, dass er da irgendwie berichten muss und so. Und da wollte ich nur sagen, das kann ich ja sogar auch verstehen, also aus seiner Perspektive. Ja. Weil er verdient halt sein Geld damit und es ist durchaus karrieregefährdend, wenn er jetzt sagt, er boykottiert es komplett. In jedem Format, er wird nirgendwo mehr einen Blog schreiben, er wird bei RBTV nicht darüber berichten und sonst irgendwas. Das ist natürlich schwierig für ihn, aber halt nicht für RBTV. Nee, so habe ich es auch gemeint. Also für ihn persönlich verstehe ich das völlig. Aber jetzt so das mit als Begründung zu nehmen für die komplette Sendung oder gut, so hat er es ja auch nicht gemacht. Aber irgendwie, ja, ach, es ist schwierig. Haben die anderen Moderatoren sich denn auch geäußert oder immer nur Tobi? Ja, auf jeden Fall. Also Eddie hat ganz klar gesagt, also dass er eigentlich gar keinen Bock auf die WM hat. Ja, so sah auch aus, ja. Und, gut, aber sieht nicht immer so aus. Nee, Quatsch. Nee, nicht ganz. Ja. Und Nils hat auch gesagt, also grundsätzlich, ich glaube, Nils geht es ähnlich wie mir, wie ich es vorhin beschrieben habe, so jemand, der eigentlich immer so ein bisschen auf diese Großveranstaltung hinfiebert und so, aber diesmal ist wegen den ganzen Begleitumständen und auch wegen den Uhrzeiten, gut, da kann jetzt niemand was dafür, es hat Zeitverschiebung und so weiter, aber und im Winter und was auch immer, da ist irgendwie... Ja gut, ich wollte gerade sagen, dafür kann schon jemand was... Ja. Also klar, also es kann auch in einem anderen Land passieren, dass die Zeiten doof sind, aber ja. Ich sag mal, dass man eine WM in der Wüste im Winter macht, ist ja. Halt schon... Ja, nee, da, und dass wegen diesem ganzen Drumherum einfach überhaupt keine Vorfreude da ist. Und bei Nils, den habe ich jetzt auch gerade gestern in seinem eigenen Stream gesehen, da hat er gestern gesagt, gestern oder vorgestern, wie auch immer, auf jeden Fall hat er da gesagt, dass er bisher noch kein einziges Spiel gesehen hat. Er will sich dann zumindest das Deutschlandspiel angucken, was jetzt mittlerweile gelaufen ist, um eben in der ersten regulären Folge, die jetzt demnächst online kommt, überhaupt was sagen zu können. Also, wenn sich wirklich alles so dran halten, dann hat da inhaltlich außer Tobi wahrscheinlich keiner überhaupt großartig was zu sagen in der Sendung. Könnte auch interessant bis schwierig werden. Ja. Stellt sich Eddie dann da trotzdem rein und zieht einen Flunsch oder? Ich weiß es nicht. Oder sagt er einfach, ich komme nicht, das ist mir zu blöd. Ja, aber das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht, weil wenn sie sich vorher darüber besprochen haben und dann gemeinsam entschieden haben, dass sie das machen, dann fände ich es komisch, wenn jetzt Eddie sagt, ja gut, machen wir, aber ich bin nicht da. Dann finde ich es aber auch komisch, wenn Eddie sagt, ich gucke mir kein Spiel an oder so. Ich gehe mal davon aus, dass er auch das Deutschlandspiel zumindest geschaut hat. Okay. Reine Vermutung. Also ich meine, ich fände es okay. Ich fände es okay, wenn er was sagt, ich gucke die Spiele nicht. Ich bin halt in der Sendung und gucke halt die Spiele nicht. Das ist ja, dann lassen sie ja also ich mein, Tobi quasi auflaufen und sagen, das ist dein Job. Du wolltest hier die Sendung quasi. Also wie in Bundesliga. Ja, weiß ich nicht. Ja, okay, ich guck's zu wenig. Also das ist ein Dilemma. Das ist ein Dilemma, aber ich könnte es halt trotzdem auch verstehen irgendwie. Okay. Aber natürlich will jetzt hier keiner, genau, wollte ich gerade sagen, natürlich kann man jetzt nicht sagen, Tobi, lass mal jetzt, oder Tobi, ihr zahlt jetzt dafür oder deswegen, wir bestrafen jetzt dafür sozusagen, weil wir keinen Bock haben. Das ist natürlich auch doof, klar. Genau, also die Fehlentscheidung für mich war jetzt mehr, wirklich überhaupt das Format zu machen. Wenn man sich entscheidet, das Format zu machen, ist es natürlich auch doof, wenn man dann einen das alleine am Ende, das ist natürlich, ja, das sehe ich ein. Andreas, du hast gerade was gesagt, glaube ich, bist ein bisschen untergegangen. Ja, ich finde halt, dass die ganze Kontroverse existiert, darüber sind wir uns ja im Klaren. Die Frage ist halt, wie geht man jetzt auch persönlich damit um? Also, so wie ich jetzt verstanden habe, Boykott, also du schaust gar nichts, ne, Flo, hattest du ja am Anfang gesagt. Und, man muss fairerweise sagen, ich gucke schon seit 2020 nichts mehr. Ja. Und Länderspiele schon gar nicht, aber das fällt mir jetzt gerade so leicht wie noch nie. Ich finde halt, ich habe mir die Eröffnung angeschaut und habe aber bisher noch gar kein weiteres Spiel geschaut, weil ich halt auch arbeiten musste zum Deutschlandspiel. Hätte ich frei gehabt, hätte ich es mir wahrscheinlich angeguckt. Und was mir halt gerade so ein bisschen auffällt, ist,
wenn man das irgendwo öffentlich sagt, also jetzt, dass man dann schon, also ich will jetzt nicht sagen angefeindet wird, aber schon so schief angeguckt wird, als würde man, keine Ahnung, da irgendwie, also ja, Rassismus geil finden, irgendwie, also keine Ahnung, ich, weißt du, was ich meine? Also man ist irgendwie dann, obwohl man eigentlich nur ein Fußballspiel sich angucken möchte und gefragt hat, guckt ihr es auch, wird man schon so irgendwie, ja, abgestempelt. Wie kannst du es wagen, mäßig? Ja, genau, und also, und ich finde das irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich, ich will ja nur, ich gucke mir ja nur das Spiel an, also das, also man traut sich gar nicht irgendwie in der Öffentlichkeit zu sagen. Das ist ja genau das Problem in den Augen der Leute, dass du halt nicht, dass du trotzdem Fußball guckst, obwohl da so viel Schlimmes passiert. Ja, aber, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, also ich meine, das ist ja trotzdem ein Punkt, weil, also, ja, du guckst, du willst nur das Spiel sehen, aber du legitimierst das ja dadurch auch, also ein Stück weit, weil du natürlich dann ja, also du gibst dem ja Reichweite ein Stück weit. Klar, okay, jetzt könnte man natürlich fair, also ich kann natürlich sagen, okay, gut, du guckst das bei dir zu Hause vom Fernseher, du hast wahrscheinlich keine, kein Quotenmeter oder wie die Dinger heißen am nee, nicht Gerät mehr. Dran. Da wollte ich sowieso noch mal fragen. Ich habe sowas hier, bei mir würde es auch fallen. Aber, aha. Aber, genau, nee, das ist ja so, das wäre dann halt, von daher könnte man jetzt auch behaupten, dass das gar nicht mit eingeht sozusagen in die Statistik. So, nee, aber grundsätzlich finde ich halt einfach, man gibt dem halt irgendwie eine Legitimation und man, also das ist ja schon irgendwo ein Punkt. Also, auch wenn ich natürlich auch dich verstehe, dass du sagst, ich will doch bloß Fußball gucken. Da bin ich sehr zwiespältig. Auf der einen Seite verstehe ich dich, Flo, dass du sagst, okay, eigentlich sollte man dann, wenn man das Ganze drum ablehnt, auch sagen, okay, dann gucke ich mir den ganzen Bums dieses Jahr halt einfach nicht an. Dann schaue ich mir in 2 Jahren wieder die Europameisterschaft an, die in Deutschland stattfindet und gut ist. Ach du Scheiße, echt? Ja. Aber auf der anderen Seite ging es mir auch so. Also ich habe mir jetzt auch das Deutschlandspiel habe ich mir jetzt angeschaut und bei den anderen Spielen habe ich, also ich habe noch kein Spiel komplett geschaut, irgendwie mal irgendwo mal 10 Minuten rein oder so, die Ergebnisse verfolgt. Mehr habe ich nicht verfolgt. Trotzdem finde ich es eigentlich auch ziemlich geil, irgendwie jetzt zu lesen, dass das erste Spiel nur, also in Anführungszeichen, nur 10 Millionen Zuschauer hatte in Deutschland. Die Quoten waren ziemlich schlecht. Ja, bei der letzten Weltmeisterschaft hatte das erste Spiel von Deutschland 25 Millionen Zuschauer gehabt. Ja. Gut, es lief, lief zu einer besseren Zeit und so, ist nicht ganz eins zu eins vergleichbar, aber trotzdem auf jeden Fall ein deutlicher Rückgang. Also ich hoffe, der Trend setzt sich fort, aber es ist immer noch ein bisschen mit Vorsicht, weil da ist natürlich, was du gerade gesagt hast, das letzte Mal war es, glaube ich, Sonntagnachmittag und dieses Mal ist es halt Dienstag am frühen Nachmittag gewesen, wo viele Leute halt arbeiten und das ist natürlich nochmal ein großer Unterschied, also einfach von dem, wie viele Leute können überhaupt zugucken. Klar. Ich hoffe aber trotzdem, dass sich das deutlich zeigt, dass ja, dass ja, wir aber die anderen Spiele hatten auch, also gut, im Schnitt sind die Anschlusszeiten sowieso schlechter als vor 4 Jahren, aber insgesamt sind die Quoten, glaube ich, um über 30% zurückgegangen im Schnitt, also über alle Spiele. Aber für mich jetzt, Quoten werden immer noch nur über die Boxen erfasst und alle Streams und so weiter werden überhaupt nicht gezählt, oder? Richtig. Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Okay, also ich habe gestern gegoogelt und nichts gefunden, deswegen dachte also, ich vielleicht, also, wir könnten... Moment, ich muss eine Sache, stimmt, mir fällt nämlich eine Sache dazu ein. Es kann sein, dass mittlerweile auch Streams gezählt werden, aber nicht alle auf jeden Fall, weil ich nämlich auch schon quasi gefragt wurde, ob ich nicht zustimmen möchte, dass man auch meinen Computer mit anschließt. Okay. Und ich habe dann halt gesagt, naja, das fände ich irgendwie nicht so geil. Also wir können ganz kurz, ich wurde ja auch von der GfK für Konsumforschung, da die da halt diese Quotenmeter verteilen, auch angeschrieben und mir wollte man den Quotenmeter einbauen. Und ich habe allerdings im Wohnzimmer, schaue ich fast zu 90% alles über einen Amazon Fire TV Stick, wo ich halt auch dieses Vibe TV, also wenn wir gucken nicht über die Schüssel mehr, sondern eigentlich nur Netflix, Disney Plus und Amazon Prime und halt dann über Vaipu. Und dem habe ich das so erklärt und dann meinte er, dass wir dann nicht in Frage kommen. Weil die gerade dann musst du dir doch so eine Box holen, damit du zeigen kannst, wie scheiße das Fernsehprogramm ist. Er meinte, dass das ja alles über so ein Soundsignal wird das ausgelesen und das unterstützt es nicht, wenn das über DMI ist. Und die hat mir nämlich auch angeboten, PC auch noch anzuschließen und oben im Schlafzimmer. Und das ist auch über einen Fire TV Stick. Und er meinte, es geht nicht. Die sind dran, das irgendwann mal zu aktualisieren, aber aktuell geht's nicht. Und ich habe dann gesagt, so, ihr wisst schon, dass dann alle unter 30 ja rauskommen, weil keiner hat mehr eine Schüssel. Ne? Also, aber wann war denn das? Stick. Weil ich bin jetzt 2020 dabei. Okay, weil ich bin seit 2018 dabei und
ich habe keinen TV-Anschluss. Ich habe nur Fire TV. Und die haben das hier alles angeschlossen. Und das war, ich habe das auch gesagt gleich, das war überhaupt kein Problem. Also angeblich können die das auch erfassen. Wenn ich zum Beispiel auf YouTube RBTV gucke oder sowas. Vielleicht können die damit nichts anfangen, weil das vielleicht nicht in deren Statistik ist oder sowas. Aber ja, für RBTV wenn da gar keine Quoten. Die wollen nur dich überwachen, das ist überhaupt nicht für die Allgemeinheit. Die wollen nur gucken, was du. Genau. Wie gesagt, das ist ja so ein Techniker, der extra vorbeikommt. Das dauert auch mehrere Stunden, also 2-3 Stunden haben die da veranschlagt. Und der hat, bei mir waren das 8 Stunden. Sag ja mehrere Stunden. Ewig gedauert. Also er meint, die meinten auch, ich soll den Vormittag mir nichts vornehmen oder so. Und der hat sich das angeguckt und er meinte, sagen Sie mir mal, wie Sie es machen. Und gut, ich habe bei mir läuft das auch noch über die Soundanlage. Also der Fire TV Stick ist quasi in der Soundanlage drin und dann geht ein Signal quasi so in den Fernseher rein. Aber ja, okay, vielleicht ist das dadurch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste der ja einiges umbauen, damit das überhaupt ging. Also es war jetzt nicht, ja. Du hast schon recht, also die können das nicht über HDMI abgreifen, aber genau, aber das wurde dann irgendwie alles extra verkabelt und dann hat es funktioniert. Weil ich hätte ihn auch angeboten, ich meine, ich kann auch direkt einen Stick, und weil ich wollte eigentlich auch sehr gerne dabei mitmachen, weil ich das total spannend fand. Und dann hat er aber gesagt, das bringt nichts, also die können das dann nicht auslesen. Und dann wurde es halt abgebrochen. Und ja. Also wenn schade. Die GfK hier zuhört, so. Kann gerne mal jemand zum Interview vorbeikommen. Wir haben einige Fragen, stelle ich fest. Ja, auf jeden Fall, um nochmal auf die Grunddiskussion zurückzukommen. Zurück zum Thema, ja. Diese Quotenermittlung, ich glaube, es gibt immer noch nichts Genaueres und die Fernsehveranstalter, die verlassen sich da immer noch drauf, weil sie eben nichts anderes haben. Ja, ich finde es halt auch lachhaft. Ist das auch nicht so doof. Ja. weil halt einfach du diesen Schnitt nicht raus, also weil das halt es hat auch eine Fehlerquote. Ne? Also wenn ich zum Beispiel den Fernseher einfach anlasse und einfach das Haus verlasse, dann wird trotzdem weiter gezählt. Und wie gesagt, wenn einfach auch einfach Haushalte gar nicht mit eingerechnet werden, die vielleicht, es gibt so viele Haushalte, die gar keinen Fernseher mehr haben, alles über YouTube gucken, das kommt alle oder über die ARD-App und über das Internet, das wird alles nicht mitgezählt. Ja, aber wie gesagt, das geht ja. Also es kommt halt immer auf das Setup an anscheinend, aber es geht ja. Aber das ist ja das, ich wollte bloß darauf hinaus, da ist sicherlich, ist das nicht perfekt, aber ich finde, also ich glaube, so richtig kacke schlimm ist das gar nicht, weil ich meine, grundsätzlich haben die halt schon, glaube ich, einen ganz guten Schnitt von Leuten. Genau, wo man halt sagen kann, das kann man schon hochrechnen, das wird sicherlich eine gewisser Fehlerquote hat das auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich so ungenau ist. Ja, es ist also eigentlich total schlimm, weil die Leute, die gar nicht gucken, werden nicht einberechnet und nur die Leute, die diese Box haben, werden halt gegeneinander aufgewogen. Und wenn davon die Hälfte das guckt und die andere Hälfte das, dann geht man automatisch davon aus, dass Deutschland das so gemacht hat, ob wenn vielleicht drei Viertel der Leute was ganz anderes getan haben. Ja, wobei, wenn ich was nicht gucke, dann geht das ja trotzdem mit in die Statistik rein. Ja, aber nur bei dir, nicht bei allen anderen. Es ist ja auch dann statistisch ermittelt, wer so eine Box bekommt. Eben. Genau, also du hast ja dein Profil ja nicht, dann quasi halt, ne? Einfach. Ja, aber ich meine jetzt auch, also ich glaube, also das Ding ist ja, darauf würde ich auch hinaus, ne? Du hast ja jetzt nicht einfach, die gehen ja nicht einfach irgendwie hin und losen aus, okay, diese 7000 Leute oder was das sind, kriegen jetzt hier diese Box, sondern das wird ja schon ein bisschen geguckt, dass das auch demografisch Sinn ergibt. Also repräsentativ. Genau, dass es einigermaßen repräsentativ ist. Ich sag mal, im Endeffekt machst du ja, wenn du eine Umfrage machst du ja auch nicht, fragst du ja auch nicht 80 Millionen Leute, sondern halt, weiß ich nicht, 10.000, wenn es hochkommt überhaupt. Ich glaube, für eine repräsentative Umfrage brauchst du gerade mal 3.000 oder so in Deutschland. Also ich meine, dass schon das 10.000 Boxen waren mal die Rede. Da gibt es auch so ein Magazin, kriegst du das auch, Flo? So ein, dieses GfK-Magazin? Ja, klar. Ja, kriege ich. Genau. Und da, das darf er dir nicht sagen. Willst du es haben? Ja, oh bitte, gib mir die Ausgabe. Ich mochte mal das Kreuzworträtsel. Ja, gut. Ja, gut, ich fand halt, dass die Quoten irgendwie komisch, aber gut. Wenn ich immer höre Quoten so und so, dann denke ich mal so, ja, okay, also, weil wie gesagt, ich habe immer im Hinterkopf, dass die halt einfach dann Leute aussieben und das aufgrund ihres Fernsehsetups fallen die raus. Ich muss halt eigentlich mich verschlechtern, technisch gesehen, um dann halt wieder reinzukommen und denke mir so, okay, Leute, ey, was soll das? Ne? Also, ja, aber also genau, aber wenn man so rangeht, muss man ja immer noch sagen, die Quoten werden ja immer so ermittelt. Das heißt, diesen Fehler hast du ja immer. Ja, also ja, wenn es immer dann schlecht ist, also die einzigen, die das darum meint, das meine ich nicht. Dadurch sind die Sachen aber immer noch vergleichbar.
vergleichbar miteinander. Ja, das schon. Ja. Du kannst dann immer noch sagen, vor 4 Jahren war es mit demselben Scheiß-Setup ja trotzdem noch mehr als jetzt. Das stimmt. Das auf jeden Fall, ja. Die einzigen, die da wirklich genaue Quoten haben, sind halt die Streaming-Anbieter. Die wissen, richtig, wie viele Leute ja was gucken. Die haben da auf jeden Fall einen enormen Vorteil gegenüber klassischem Fernsehen. Aber auch da, ne, auch da kannst du nicht, du kannst auch nicht ermitteln, ob jemand gerade den ganzen Tag YouTube anlässt und deshalb so viele Views bei Rocket Beans sind. Das nicht, aber jetzt, halt, keine Ahnung, Netflix weiß halt, wer welche Serie wie oft anklickt und wie lange die schaut und so weiter. Aber deswegen meine ich halt auch so ein Anbieter wie Waipu oder Setu die wissen es auch, ne? Ja. Wenn man da sagen würde, pass auf, du hast 5000 zahlende Kunden und die können ganz genau sehen, an dem Tag haben 3000, haben gar nicht eingeschaltet, weil sie auf Arbeit waren oder nicht am Gerät saßen. Und von den anderen restlichen 2000 haben 15% haben sich das Deutschlandspiel angeguckt. Also ich meine, die haben halt wirklich Daten und ich verstehe nicht, warum man dann halt auf irgendwelche Schwubbeldinger da alles hochrechnen muss, wenn man eigentlich genau diese Daten hat, wahrscheinlich dann eben nur eine bestimmte Zielgruppe überhaupt vorhanden ist. Ja, dass dann halt da vielleicht die 60 plus dann rausfallen, weil die halt dann nicht mehr genau, wollte gerade sagen, meine Oma oder auch meine Mutter schaut sich egal was nicht übers Internet an. Das Problem ist doch gerade folgendes, dass das System schon vor Jahren scheiße war mit den Quoten und so, ist ja alles klar. Aber jetzt gerade wird es halt wichtig, wenn es darum geht, wenn man sagt, oh, was, Stefan, du schaust die WM-Spiele, was bist du denn für einer? Und du kannst dann aber wiederum sagen, ich habe ja gar nicht so eine Box, darum ist es ja eigentlich völlig Wurst. Ja. Ist es weißt du, darum geht's doch nur. Aber wenn man sagt, diese Gruppe an Boxen ist repräsentativ, kann ja trotzdem sein, dass von diesen Leuten, die diese Boxen haben, sagen wir jetzt mal 10.000, wenn die alle sagen, wir gucken nicht WM, dann ist es ja halt irgendwie. Ne? Aber ich glaube, das würde halt auffallen, ne, wenn dann plötzlich, beziehungsweise die können sich ja, ich kenne ja niemanden, gut, ich weiß jetzt, dass anscheinend Andreas da mal in Frage kam, aber grundsätzlich kenne ich niemand anderen, der sowas hat. Und normalerweise, man redet da jetzt, ist ja jetzt nicht, auch so, dass du Leute auf der Straße ansprichst und sagst, hey, haben sie auch so eine Box? So ein geheimer Zirkel. Und, genau, und wir treffen uns immer einmal im Monat und nee, Quatsch, aber. Ja. Und verbrennen Bücher. Nee, aber nee, das ist halt, keine Ahnung, deswegen ist es ja am Ende, die können sich ja nicht absprechen. Und natürlich könnte es jetzt. Nee, können sie nicht, aber es liegt ja nahe, dass die alle, wenn die alle diese Podcasts hören und diese ARD-Berichte sehen oder was es alles gibt, dass dann viele davon sagen, ja, das schauen wir jetzt nicht. Ja, also weißt du, wie ich meine? Aber das ist doch, gilt doch für alle anderen auch. Ja, eben, da glaube ich nicht, dass da die Leute wirklich gezielter schauen, die so eine Box haben, als andere. Okay, also ich zumindest also nicht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also wie Flo schon gesagt hat, so ein Grund, die Grundtendenz stimmt auf jeden Fall. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Also gewünscht ist es so. Gewünscht ist es so, dass man natürlich sein Verhalten nicht ändert. Aber ich muss dir sagen, also ich würde mir der Verantwortung schon bewusst sein. Was ich gucke, ist halt quasi, also die sagen ja auch, ich meine, für 30.000 Haushalte bist du quasi dann verantwortlich. Ich wurde ja darauf schon ein bisschen vorbereitet. Und dementsprechend, also dieser Verantwortung war ich mir dann schon bewusst und habe mir schon überlegt, okay, muss ich mir den Scheiß jetzt wirklich angucken? Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, oder schaue ich jetzt bewusster jetzt mal die Tagesschau, weil ich mir sage, das ist ein oder schalte ich mal bei Rocket Beans ein, weil ich sage, okay, ich will die halt auch so supporten oder so. Also man soll bin aber nicht sicher, also ja. Nee, ich verstehe, was du sagen willst, aber das ist, bei mir ist es halt so, also wenn ich mal mich jetzt also ich bin natürlich auch nicht repräsentativ, aber jetzt einfach nur mal meine persönliche Erfahrung ist halt einfach, seit ich das Ding habe, am Anfang war das vielleicht auch noch ein bisschen so, dass ich dachte, naja, jetzt kann ich ja ein bisschen mehr hier gucken, dass irgendwie Sachen gepusht werden, die ich gut finde und sowas, aber irgendwann ist es einfach, das ist einfach ein normales Gerät, was hier steht und ich mache mir gar keine Gedanken darüber. Ich mache das halt mit an, wenn ich was gucke oder was spiele, das kommt ja auch, läuft ja auch darüber. Das, keine Ahnung, aber ich schränke mich nicht ein oder ich ändere nicht meine Sehgewohnheiten, nur weil ich weiß, dass das irgendwie repräsentativ für irgendjemanden ist, weil das wäre ja auch völlig bekloppt so gesehen, weil das würde es ja wiederum verfälschen, das würde ja dazu führen, dass am Ende nicht das häufiger kommt, was ich eigentlich sehen will, sondern das, von dem ich glaube, dass es Leute sehen wollen. Und deswegen haben sie dich ja ausgewählt, gerade wegen deinem, also sie wollen ja deine Meinung haben, so quasi, in der Box und in ihrer Statistik.
Naja. Aber habt ihr denn dann wenigstens die Quotenmeter-Tasse bekommen oder auch nicht? Die Quotenmeter-Tasse. Nee, nein. Du kriegst nur die Stromkosten. Hätte ja sein können. Also da haben mich auch einige gefragt, ob man dann irgendwie einen Fernseher bekommt oder wie viel Geld. Das ist wirklich nur die Stromkosten. Das sind im Schnitt 20 Euro, die man dann erhält. Also genau der Strompreis, der das Gerät verbraucht, den bekommst du quasi erstattet. Man muss auch ein bisschen korrigieren. Also es ist so, dass du zum einen kriegst den Strompreis, allerdings immer auf dem teuersten Tarif. Das heißt also, du kriegst wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich kriegst du ein Plus raus, ein kleines Plus, weil du wahrscheinlich einen günstigeren Tarif hast, als die dir bezahlen. Und das Zweite ist, du kannst auch noch so Punkte sammeln, zum Beispiel, weil die einmal im Jahr machen die so eine Umfrage nochmal und so. Und wenn du die beantwortest und hin und wieder kommen noch irgendwelche anderen Sachen, die sie dich fragen, wenn du das beantwortest, wenn du die Zeit nehmen willst und so, dann sammelst du so Punkte und generell geben sie dir, glaube ich, auch in regelmäßigen Abständen auch immer so ein paar Punkte und so. Und wenn du da genügend von zusammen hast, dann kriegst du auch mal wieder so ein paar Euro überwiesen. Ja, eine Prämie kannst du ja, dann gibt es einen Prämienkatalog, also, und dann kann man sich eine Prämie aussuchen. Ich habe mich gefragt, was soll der Quatsch denn? Und dann haben die gesagt, ja, das liegt daran, dass du in Deutschland für Meinungsforschungen nicht bezahlt werden darfst. Und deshalb gibst du quasi diese Sammelprämien. Das ist quasi einfach nur, damit du am Ball bleibst. Ja, oder damit so, du halt einen Anreiz hast, auch bei solchen Umfragen teilzunehmen, weil irgendwann sagst du natürlich auch, ey, ich hab keinen Bock mehr, aber dadurch hast du dann immer so ein bisschen die Karotte vor der Nase. Okay. Weil die GfK macht auch so Sachen, dass du dann ein Gerät hast, das du einscannen kannst. Du kannst deinen Einkauf einscannen, kriegst ein Gerät oder per Handy-App und kannst auch da einfach jederzeit mitmachen. So bin ich ja quasi dazugekommen. Ich habe mir einmal ein Konto gemacht, damals zur Corona-Zeit, dachte ich, ich habe Langeweile, was mache ich denn? Und da habe ich da halt so ein bisschen rumgespielt auf dem Handy, hatte mich da angemeldet, habe auch bei zwei Umfragen mitgenommen und drei Wochen später habe ich eine E-Mail bekommen, hey, wir hätten Interesse, Sie für diese Konsumforschung. Da war ich, oh cool, ja, das hört sich ja interessant an. Bei mir war das so, dass es einfach mit dem Umzug war. Also, dass die halt einfach angerufen haben, dann, nachdem ich umgezogen war in die neue Wohnung und dann halt hier, ja, ihr Haushalt ist halt ausgewählt worden für bla bla bla, dass sie das haben können. So. Und ich hatte dann halt gesagt, ja klar, warum nicht? Ich wollte es halt mal probieren und so. Mittlerweile bin ich ein bisschen an dem Punkt, ich bin im Überlegen, ob ich da wieder weg will, weil es auch ein bisschen nervig ist. Und es ist halt schwierig, wenn du jetzt irgendwie sagst, ich will jetzt einen neuen Fernseher oder sowas oder ich will ein neues Gerät. Dann musst du eigentlich immer erst mit denen absprechen und dann muss jemand kommen und muss das anschließen und so, weil du darfst das theoretisch, du kannst das zwar theoretisch selber machen, aber du darfst das nicht selber machen eigentlich. Und das ist natürlich immer ein bisschen Aufwand und deswegen überlege ich dann auch schon, naja, wenn ich dann irgendwann mal was wechseln will, vielleicht gehe ich dann auch wieder weg von. Was mich ein bisschen da hält, ist dann wiederum so der Gedanke, dass ich mir denke, das ist ja schon irgendwie was Besonderes sozusagen. Richtig. Und irgendwie finde ich es auch ganz cool, so dass, also so einfach dieses Wissen zu haben, dass ich einer dieser Haushalte bin. Ja. Die da in diese Statistik eingehen. Ja, vor allem Flo, ich glaube, kriegst du dann das Heft auch nicht mehr, ne? Du kriegst das Heft nicht mehr. Eben das tolle Heft, ja. Und ich glaube, das ist bei dir in guten Händen, weil ich stell mir vor, du gibst ihn dann ab und dann vielleicht kriegst du dann auch mit, wer den danach bekommt, weißt du? Und dann denkst du so, Alter. Scheiße, hätte ich es mal behalten, ja. Und dann plötzlich ist die WM-Quote wieder auf 30%, auf 50% oder was das vorher war. Ja. So. Ja. Nee, genau. Aber kommen wir nochmal wieder. Also, wir haben jetzt schön Exkurs gemacht zum Thema Quoten. Ja, aber finde ich ganz spannend. Ja. Aber ich finde auch das andere Thema immer noch spannend. Ja. Ja. Weil ich muss ja mal, eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, die eigentlich mit BTV nicht wirklich was zu tun hat, die aber halt mit der WM was zu tun hat und die ich mitbekomme, obwohl ich den Scheiß gar nicht gucke. Und zwar ist das dieses ganze leidige Thema mit dieser blöden Armbinde. Ja. Jetzt muss man kurz vielleicht erklären. So, also, weil nicht jeder hat, ich hoffe mal, nicht jeder kriegt das mit. Und wobei, vielleicht sollte man es noch nicht erklären, aber egal. So, es geht darum, die Kapitänsbinde von verschiedenen Verbänden, genau. Ja. Also, ich glaube, ich weiß nicht, welche das waren verschiedene europäische, ich glaube, Deutschland, England, Frankreich, mehr weiß ich jetzt Frankreich aber ein paar waren nicht. Frankreich ist im Vorfeld Frankreich schon abgesprungen. Nicht. Okay, dann nicht Frankreich, ja, aber ja auf jeden Fall. Wäre ja blöd, wenn der, die sind ja Katar gesponsert quasi, das wäre ja blöd, wenn die. Also es war England, ja, okay, Deutschland, Belgien, Dänemark, die Schweiz und noch irgendeiner, den ich jetzt gerade vergessen habe. Sieben Stück. Ja, egal. Aber auf jeden Fall sind es schon ein paar etwas größere Verbände gewesen, die sich da zusammengetan haben, weil man wollte, glaube ich, ursprünglich einfach wieder diese Regenbogenbinde nehmen, wie es, glaube ich, in Russland auch war. In Russland war das noch gar nicht Thema, das kam erst danach auf. Deutschland. Bei der EM mit der Allianz Arena, der die sie noch da. Du hast recht, das war in Russland, ja, okay. Egal,
Gut. Ja, auf jeden Fall, genau. Das, aber da, da das halt nicht ging, weil da schon vor, im Vorfeld halt Katar und die FIFA gesagt haben, nö, das machen wir nicht mit, haben die dann halt gesagt, gut, wir tun es zusammen und bauen so ein Pseudo-Ding zusammen, was irgendwie so ähnlich aussieht, aber eigentlich am Ende nichts weiter ist, nicht mal ein Symbol. Aber gut, da steht dann halt One Love drauf und dann haben wir das Ding alle und das ist so ein Herz dann und das haben wir dann alle um. So, und das haben die dann bis kurz vor der WM, bis vor Start, haben sie es dann noch gesagt, ja, sie machen das und da hieß es auch, ja, egal was kommt, hier, Sanktionen nehmen wir auch in Kauf und so. So, und dann hat die FIFA gesagt, ja, nee, das finden wir einfach scheiße und ihr kriegt dann halt Karten dafür. Oder wir sanktionieren euch halt dafür irgendwie im Spiel auch. Und dann haben die halt gesagt, ja, nee, sorry, dann machen wir das jetzt doch nicht mehr. So. Und ich denke mir so, dieses ganze Thema, diese ganze Posse oder wie auch immer man es nennen will, das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Da bin ich absolut bei dir. Also ich verstehe halt, also weil das ist ja schon in wirklich ein absolutes Nicht-Symbol gewesen und ich denke mir auch gleichzeitig, wenn die jetzt einfach gesagt hätten, wir scheißen da drauf, was die FIFA sagt, wir machen das jetzt einfach, was wäre denn dann passiert? Hätte dann jetzt, wir hätten dann wirklich Schiedsrichter mitgemacht und gesagt, gut, wir stellen die jetzt vom Platz oder wir geben ihnen eine gelbe Karte oder... Ja, oder halt nicht. Oder, also ich weiß nicht, oder wenn sie mitgemacht hätten, was hätte das dann bedeutet? Wären dann irgendwie nach und nach die Spiele alle gesperrt worden? Kriegt man auch noch eine gelb-rote dafür, wenn man dann das erste Mal sie nicht gleich abnimmt? Und kriegt der nächste auch wieder eine Karte, der sie dann nimmt? Oder weil was passiert denn dann? Sind dann einfach 7 Teams einfach irgendwann raus, weil sie keine Spieler mehr haben? Ja. Ich hätte das gerne mal gesehen. Also da hätte ich vielleicht wirklich mal eingeschaltet. Ja, also da wäre ich auch dafür gewesen, das einfach durchzuziehen. Vor allem auch, weil dann die Spieler, also gerade bei uns in Deutschland Manuel Neuer und in England Harry Kane, die haben ja beide im Vorfeld gesagt, sie ziehen es durch, egal ob was es für Konsequenzen gibt oder welche nicht. Dann hieß es, ja, aber ihr bekommt gelbe Karten oder eventuell gelbe Karten. Ja, oh, nee, dann doch nicht. Jetzt im Nachhinein, wir sind immer so weit solidarisch, bis es uns wehtut. Ne? Ja, das ist irgendwie auch blöd. Im Nachhinein wurde jetzt gesagt, ja, okay, die FIFA hat da auch mit Punktabzug gedroht und wie auch immer. Und die Spieler haben das gar nicht entschieden. Ja, dann sollen sie es machen. Ja, und die Spieler... Moment, die Spieler haben dann auch gesagt, ja, sie hätten es ja trotzdem noch gemacht. Sie haben es dann aber von ihrem eigenen Verband, also vom DFB beziehungsweise der FA in England verboten bekommen und was auch immer. Also... Da bin ich aber auch der Meinung, da musst du auch als Spieler, also gerade als Spieler, wenn du vorher so Sprüche machst, dann musst du es durchziehen. Ja, vor allem. Ich will nicht auf die FIFA, auf die Spieler will ich auch nicht draufhauen. Auf die FIFA will ich schon draufhauen. Ja, okay, erzähl du erst mal. Ja, im ZDF-Studio wurde halt auch gesagt, sagte Kramer, die FIFA hat halt die große Macht und wir müssen uns dem beugen. Ja, und dann hat der ZDF-Moderator gesagt, ja, aber ein Zeichen, was keine Konsequenzen hat, ist kein Zeichen. Ja. Ne? Wenn du da hingehst und sagst, ja, wir machen es, weil wir keine Konsequenzen zu erwarten haben, weil zum Beispiel diese Flagge gar nicht, also die Regenbogenflagge gar nicht angewendet, sondern extra noch Farben genommen, die eigentlich ja quasi als harmlos galten, dann ist es halt einfach nichts. Das ist einfach nur Wischiwaschi. Ne? Und das war halt. Darf ich da ganz kurz mal reingrätschen, um im Fußball sprechen zu bleiben? Also, Flo hat ja auch schon gesagt, das ist ein Nicht-Symbol und diese komisch verdrehte Regenbogenfahne, das ist eigentlich, hat das eine Bedeutung und zwar kam das aus Holland, aus 2021. Ja, ich weiß. Da gab es irgendwie ungarische Proteste und es geht um Pansexuelle und Panafrika. Die Flagge ist da irgendwie abgebildet oder die beiden Flaggen sind da abgebildet und es ist aber nicht so, dass es irgendwie. Aber es ist doch irgendwie miteinander so vermischt, dass es halt am Ende eigentlich doch eigentlich wieder nichts heißt, aber ja. Also okay. Hat sich von schon jemand ausgedacht, okay, das ist schon ein Zeichen. Also. Ich gebe Ihnen, dass es von mir aus ein Zeichen, ein gültiges Symbol oder was weiß ich was gewesen wäre, aber trotzdem ist ob doch sie, einfach ob sie diese das ganze wussten Situation. Oder nicht, kann ich nicht sagen, aber immer zu sagen, das ist ja irgendwie so ein Nicht-Symbol oder so, weiß ich nicht, ob man das so machen sollte. Naja, aber halt ich meine jetzt bloß, ne, was ich damit sagen wollte oder worauf ich hinaus wollte, ist, wenn du das vergleichst, das eine ist, ja, der Regenbogen Typ hat eine Regenbogenflagge als seine scheiß Binde, als komplette Binde und der Vergleich dazu, ich habe einfach nur so eine schwarze Binde, wo so ein kleines Herz drin ist, wo so ein paar Farben drin sind und dann steht immer noch One Love immerhin drüber, aber das ist so, also ich weiß nicht, aber das, also und dann, keine Ahnung. Und dann wird ja nicht mal das durchgezogen. Ja, eben. Ja, dann wird nicht mal das gemacht. Das ist ja das, und egal ob ich will auch nicht auf die Spieler. Egal ob das jetzt, na, also ich will das schon ein bisschen auf die Spieler. Egal ob ich auch, aber ich komme ja nicht dazu. Egal ob das jetzt ein Symbol ist oder kein Symbol oder was auch immer, spätestens als man dann gesagt hat, okay, wir machen das, um das und das auszusagen, spätestens dann ist es ein Symbol. Egal, ob das jetzt per se allgemein. Aber dann musst du halt die Strafen auch annehmen. Ja, ich verstehe halt auch nicht.
Ja, ich verstehe halt auch, okay, also selbst bei den Spielern, okay, da kann man noch so halbwegs nachvollziehen, dass die vielleicht sagen, gut, wenn sich jetzt mein eigener Verband noch gegen mich stellt und keine Ahnung, dann kann es halt sein, wenn ich das jetzt mache, habe ich keine Karriere mehr. Okay, dann habe ich keine Fußballkarriere mehr und dann habe ich vielleicht auch keine Nachfußballkarriere mehr, weil ich da auch nicht mehr als Kommentator oder was weiß ich was eingesetzt werde. So, das kann ich ja noch so halbwegs verstehen, dass man da vielleicht Angst hat. So, aber auch aus Sicht der Verbände, also trotzdem hätte ich natürlich gewollt, dass die das durchziehen, aber genau. Aber auch aus Sicht der Verbände frage ich mich, was ist denn das für ein bekloppt, also was soll die FIFA denn machen, wenn England, Deutschland, was war es noch, Belgien, Dänemark, Schweiz, wenn die alle das einfach machen und die ziehen denen alle Punkte ab, die fliegen alle raus, was ist denn dann los? Ja. Das kannst du doch nicht machen. So, das ist doch, das fliegt denen doch komplett um die Ohren. Ja, allein. Das nimmt doch kein Mensch, also das ist doch wirklich letztendlich wirklich der Punkt, an dem kein Mensch mehr die FIFA ernst nimmt. Genau. Und ihre komischen Veranstaltungen, weil dann auch die größten Märkte einfach raus sind. Genau, und damit demaskieren sie sich ja dann komplett. Also das bisschen, was jetzt noch da ist an Maskerade, wäre dann komplett gefallen. Ja. Wenn sie dann sagen, wegen sowas gibt es dann Karten, Punktabzüge, was auch immer. Was ich jetzt im Zuge der ganzen Diskussion ich weiß gar nicht, im RBTV-Forum, aber irgendwo hab ich selber auch geschrieben, gesagt habe, ich hätte als Spieler im Vorfeld die Klappe nicht so weit aufgemacht. Weil irgendwie war absehbar, dass was passiert. Und wenn ich da die Befürchtung habe um meine eigene Karriere, dann riskiere ich das nicht. Ich mache da mit, wenn ich gesagt bekomme, okay, wir machen bei der Aktion mit, wir ziehen die Binden an, dann ziehe ich sie an. Auch stehe ich auch voll dahinter. Wenn dann aber gesagt wird, schwierig, wir lassen es jetzt doch, dann lasse ich es auch. Eben im Sinne meiner eigenen Karriere, aber dann habe ich vorher nicht da den Mund weit aufgerissen. Also da finde ich schon. Ja, naja, ich fände es trotzdem scheiße, aber ich verstehe schon, was du meinst. Das wäre natürlich irgendwie für die jetzt besser ausgesehen, sagen wir mal so. Ja. Andererseits finde ich es auch mal gut, wenn einer mal das Maul aufmacht. Wenn er dann natürlich entgegengesetzt hat, ja, das macht ja niemand. Genau. Aber habt ihr es mitbekommen? Es gab auch so ein, zwei, die, sag ruhig. Mit der iranischen Mannschaft. Das war richtig stark, ja. Bei der Nationalmannschaft. Ja, die trauen sich ja wenigstens mal was. Ja. Und bei denen steht noch viel mehr auf dem Spiel. Ja, bei denen geht es wirklich um was. Genau, weil die riskieren, dass sie in ihrem Land verhaftet werden. Da wurde die Übertragung unterbrochen, weil die nicht die Nationalhymne gesungen haben. Es hat auch andere Zusammenhänge, dass gerade irgendwie auch eine große Protestwelle in dem Land und die wollten da quasi mit ihrer Solidarität ausdrücken. Ja, klar. Aber das ist halt einfach, weißt du, die setzen sich da quasi die nicht nur die Karriere, sondern vielleicht sogar auch die Sicherheit ihrer Familie und ihre eigene. Und sie selber können vielleicht nie mehr in ihr Land einreisen oder was auch immer. Richtig. Ja. Und wir machen uns da ins Hemd wegen einer gelben Karte, wo wir hätten alle mitgezogen, dann wäre da nicht mal was passiert. So, ne? Also dann wäre die WM wahrscheinlich eher zu Ende gewesen. Ja, und ich habe dann dieses Bild gesehen, das wurde auch geteilt. Dieses Bild, wie sie dann da bei Mannschaftsfoto stehen und sich den Mund zu halten. Ja. Was ist da? Also da, come on. Also das ist wirklich jetzt, da hatte jemand kommentiert, fand ich einen sehr guten Vergleich. Das ist wie auf Facebook zu schreiben, dass man die AGBs nicht akzeptiert. Ja. Also ich habe nur so gedacht, ey, das Bild hat so viel Meme-Potenzial. Ich freue mich schon auf die ganzen Memes, die dadurch entstehen. Ne? Ja. Wo du dann auch dazu schreiben musst, was das eigentlich bedeuten soll, damit auch jeder weiß, dass das jetzt auch eine Geste war. Das fand ich auch schon wieder. So ganz klar ist es, glaube ich, immer noch nicht, was das eigentlich bedeuten sollte. Ja, dass sie den Mund verboten bekommen haben. Aber dass man sich den Mund nicht verbieten lässt. Es stand ja irgendwo auf Twitter, bla, keine Ahnung. Weil, dass man sich den Mund nicht verbieten lässt und dann macht man es oder wie. Und dann zeigt man hinterher, dass man den Mund verboten bekommen hat. Genau, ja. Ja, Theorie und Praxis halt. Da fand ich unsere Innenministerin besser, die mit der Binde auf der Tribüne gesessen hat. Ja eben. Finde ich auch irgendwie strange, aber besser als gar keiner. Ja. Aber ich finde es auch irgendwie amüsant, dass, so wie es ja jetzt aussieht, also wenn sie das nächste Spiel wieder verlieren, also die Deutschen, dann hätten sie auch die gelbe Karte, Karte auch kassieren können. Dann könnten sie es im letzten Spiel ja machen. Ja, genau. Da geht's ja, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, dann kann man auch. Dann machen sie richtig zum Affen, ja. Ey, ganz ehrlich, wisst ihr was? Ich glaube, ich hätte einfach gesagt, ich weiß nicht, hätten sie sich doch einfach die Haare gefärbt. In Regenbogenfarben.
Ja, ein Regenbogenfarben. Ihr könnt sich ja absprechen. Jeder nimmt eine Farbe, dann stellt sich in der richtigen Reihenfolge auf oder so. Und dann okay. Das stimmt. Das ist lustig. Aber gerade wenn man so sagt, meine Karriere ist zu Ende als junger Profi. Manuel Neuer ist ja kein junger Profi mehr. Und es ging ja eigentlich immer nur um seine Kapitänsanbinde, oder? Sehe ich das falsch? Ist der nächste Punkt. Mhm. Ich denke, als wenn wir, ich bin jetzt wirklich schon aus dem Fußball eine Weile raus. Ne? Aber deswegen aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich in den letzten knapp drei Jahren so viel geändert hat. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, auf der Torhüter-Position hätten wir jetzt nicht das größte Problem gehabt, einen Ersatz zu finden. Ja. Und die sind ja auch nicht ständig mit gelben Karten vorbelastet. Also selbst wenn der jetzt eben, wenn es bei einer gelben Karte bleibt, hast du als Torwart da kein großes Problem normalerweise. Ich habe das nachgelesen, der hat noch nie eine gelbe Karte kassiert in irgendeinem Nationalmannschaftsspiel. Ja, vielleicht wollte seine Statistik nicht zerstören. Was ein bisschen erstaunlich ist bei seinem Spielstil. Ja. Ja, gut. Es ist alles sehr schwierig da rund um diese WM. Also ich kann wirklich da nur noch mit Hohn drauf reagieren mittlerweile. Mhm. Also natürlich regt mich das auch auf, das merkt man ja auch, aber so, das ist so dieses, also das ist ja so mittlerweile so lächerlich, das ist wie eine Parodie von sich selbst. Mhm. Also das ist mittlerweile so ein Theater geworden, also nicht, dass es nicht schon immer irgendwie Theater war, aber es ist mittlerweile so ein Theater geworden, dass es quasi, also wie als wenn sie sich selbst verarschen wollen würde. Ja. Aber es ist ein Meta-Gag quasi. Ja. Ich habe immer noch die kleine Hoffnung, dass sich danach jetzt ein bisschen was ändert. Ich glaube es zwar irgendwie nicht, aber so zum ganz beim DFB oder in Katar oder in deinem Zuschauerverhalten? Bei der FIFA. Ach so. Eine Sache muss ich noch ganz wichtig noch mit anfügen, nachdem ich das jetzt gerade eben gesagt habe mit dem Hohn und so weiter. Es wäre lustig, wenn dabei nicht noch Leute sterben würden. Ja, klar. Das ist halt, was im Vorfeld beim Bau von den Stadien so passiert ist. Das geht also ja auf jeden Fall ganz. Also offiziell sind es nur drei, was hast du denn? Ja. Drei ist schon krass. Ich weiß, wer war es? Beckenbauer hat, glaube ich, auch keine gesehen, die keine Sklaven oder so. Ja, dann. Aber ich frage mich halt, vielleicht, warte mal, man muss aber, das ist aber auch eine Definitionsfrage, ne? Vielleicht, weil Sklaven, vielleicht kann man die einfach nicht als Sklaven bezeichnen, weil normalerweise Leute, die Sklaven besitzen, die sind normalerweise daran interessiert, dass die am Leben bleiben. Weil die arbeiten ja für dich. Ja. Vielleicht kann man es deswegen nicht als Sklaven bezeichnen. Ja. Naja. Ich frage mich manchmal, Sklaven ja auch nicht bezahlt, oder? Wozu wird die FIFA dann noch benötigt? Ich meine, nur um die WM zu organisieren, letzten Endes vergeben sie doch auch nur das Recht davon. Also letzten Endes könnten sich doch auch alle Verbände von der FIFA freisprechen und dann ihr eigenes Ding machen, oder nicht? Auf jeden Fall. Wenn die Verbände zusammenhalten würden, wäre das auf jeden Fall möglich. Weil ich glaube, auch so ein Stefan Raab, der wäre da jetzt so, der mir sofort in den Sinn kommt. Ja. Der baut das. Nee, aber jetzt, also das ist ein anderer Verband. Also wie WM-mäßig oder was? Genau. Die TV Total Fußball-WM. Nee, aber da hast du vollkommen recht. Voll die FIFA ist an sich. Giovanni, wie heißt er noch gleich? Zarella. Ja, Zarella, genau. Die FIFA ist wirklich nur ein random übergeordneter Verband. Die machen ja nichts. Ich meine, die haben ja auch, Fans, wie das entstanden ist alles, oder? Da habe ich gar keine Ahnung. Oh Gott, das ist eine längere Geschichte. Aber wie gesagt, die machen ja auch nichts. die haben ja auch nichts mit der Organisation zu tun, außer dass sie die Rechte und diesen die Lizenz verteilen. Aber neuer Pokal und diese Regeln und halt, fertig. Was du halt erfüllen musst, alles, wenn du da dich bewerben willst. Ja, doch Organisation, glaube ich, hängt die FIFA schon mit drin. Aber ich sag mal, die PDF hat ja sicherlich jeder auf dem Server, die kann man ja auch einmal mal eben copy-paste und ein anderes Logo rüber und fertig ist der. Ja, heutzutage, aber. Ja, also es wäre auf jeden Fall, wenn jetzt die komplette UEFA-Verbände oder sag mal, ein Großteil der UEFA-Verbände sagen würde, okay, macht euren Scheiß allein, wir machen nicht mehr mit, dann hat die FIFA ein Riesenproblem. Ja. Weil nur ich habe heute früh eine mit Asien, Afrika, Nordamerika meinetwegen noch. Da machen die nichts. Dann ist die Weltmeisterschaft, die sie dann noch austragen oder so, die ist dann nichts mehr wert. Dann wird jedes Mal Brasilien oder Argentinien Weltmeister, wenn die nicht sogar auch mitziehen, weil die ja in der Hinsicht auch eher westlich geprägt sind. Ich dann wäre halt die FIFA am Ende. Ich glaube, da wird ja wahrscheinlich irgendeine Art Mitgliedsbeitrag auch laufen. Ich meine, da muss ich auch wieder sagen, ey, sind wir eigentlich überhaupt alle bereit, noch so viel Geld dahin zu. Lass doch einfach von null starten. Ich meine, die sind eh alle korrupt. Da können wir besser so, ne? Also. Ja. Naja, gut, aber man muss eben, also zwei Punkte dazu. Erstens, die einzelnen Verbände sind ja leider auch nicht viel besser. Ja, die stecken da ja genauso mit drin. Das ist ja wahrscheinlich dann das Problem an der Sache. Warum sie es eben nicht machen oder warum, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich so. Keine Ahnung, eine Krähe hackt der anderen keine Ohren aus, oder wie heißt das? Keine Ahnung.
Nee, und dann ist halt das ist der erste Punkt. Der zweite ist, also wollte ich nochmal, das hat jetzt damit nichts, das ist quasi jetzt nicht die Argumentation nicht in die gleiche Richtung, sondern ich wollte bloß noch sagen dazu, die FIFA hat doch auch mit ihren Rechten jetzt irgendwie rumgeningelt, bei EA, glaube ich, wegen dem Spiel FIFA. Ja. Dass sie ja da irgendwie, die haben ja jetzt nicht, also die FIFA-Rechte, EA hat jetzt nicht mehr die FIFA-Rechte, weil die FIFA wollte irgendwie mehr Kohle haben oder keine Ahnung, was genau der Grund war, aber genau, irgendwie sind die sich nicht einig geworden und dann hat FIFA gesagt, okay, gut, dann halt nicht. Ja. Weil wir sind ja die mit den dicken Eiern. Wir können ja einfach mal das wegziehen und dann habt ihr da Arsch gerade gezogen. Ja, denkst du, weil ich glaube, EA hat halt mit den meisten Vereinen einfach oder mit den meisten anderen Organisationen direkt irgendwelche Verträge und FIFA sind halt bloß noch irgendwie Weltmeisterschaft oder so ein Scheiß dann. Mhm. Und dadurch ist denen das eigentlich relativ egal, dass da jetzt ein paar Rechte fehlen. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sich da jetzt im Nachhinein was ändert. Wirklich dran glauben tue ich nicht, aber so, ja, kleine Ecke meines Herzens hofft es einfach. Es ist halt einfach zu groß. Also es ist einfach zu groß. Also, es ist zu wertvoll, oder ne, wertvoll ist vielleicht das falsche Wort, aber da ist zu viel Geld einfach drin im System. Man merkt natürlich jetzt geht das langsam ein bisschen zurück. Vielleicht, ich hoffe, dass es so ist. So, also vielleicht gerade jetzt zumindest diese WM ist zumindest mal ein Schritt in eine andere Richtung, wenn es jetzt so bleibt, wenn es sich so weiterentwickelt, wo zumindest die Quoten zurückgehen, wo dadurch vielleicht auch weniger Geld damit zu verdienen ist. Wichtig wäre es, dass die Sponsoren abspringen. Ja, das stimmt. Das wäre der einzige Punkt, wie das ganze System wirklich so zum Implodieren gebracht werden könnte. Ich verstehe halt auch einfach nicht, was Katar damit eigentlich so vorhat. Also was jetzt eigentlich der... Das ist eine rein politische Sache. Auch mit diesen ganzen Gastarbeitern, die dann... Ich verstehe nicht, wieso das alles... Ach, das geht manchmal so... Ich frage mich, also generell, also alle WM-Stadien, die dann extra nur für das Turnier gebaut wurden und danach dann quasi... Ruin werden. Ich verstehe es einfach auch nicht, keine Ahnung. Das ist, also, halt ist das wirklich diese große Werbung, die man benötigt? Das kostet auch immer nur mehr Geld, als es nachher am Ende einbringt. Ich könnte es kurz zusammenfassen, wie ich es nach all den Dokus und Podcasts verstanden habe. Kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit, aber die versuchen gegen die großen Nachbarländer sich zu schützen, indem sie sich mit dem Westen gutstellen durch solche großen Sportevents, weil die Angst haben vor so einer Übernahme durch Saudi-Arabien und Co. Und wenn dann sowas wie der ganze europäische Westen dir beisteht, weil du ja so ein schönes Fußballturnier hast bei denen austragen lassen, dann ist das schon mal viel wert in deren Augen. Und ein Geld mangelt es denen ja wirklich nicht. Deswegen machen die auch seit Jahren sowas wie PSG auf die Beine zu stellen und Co. Hm. Also das ist für mich, also ich würde noch eine Sache anfügen, die ich glaube auch noch wichtig ist. Also generell auch, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, dass vor 4 Jahren ja die WM in Russland war, das ist immer auch ja ein Punkt, also so ein Turnier zu veranstalten, ob das jetzt ein Fußballturnier ist oder Olympische Spiele oder was weiß ich was, das ist ja immer irgendwo auch eine Art von Legitimation, wenn du sagst, wir machen jetzt hier so ein friedliches Event oder wir spielen oder wir wie soll ich sagen, wir haben jetzt hier dieses Event in diesem Land, dann ist das ja auch immer so ein Zeichen von wegen, so schlimm ist es da gar nicht. Ja, so und du kannst natürlich dann auch immer schön das Image pushen. Genau, du kannst dann halt natürlich auch immer schön das Image pushen, wenn dann die Leute da sind und dann sehen die ja nur, okay, gut, wir haben hier das Stadion und vielleicht noch das Hotel und so. Und dann sehen die ja gar als Touri kriegst du dann ja nichts, wollte ich gerade sagen, kriegst du ja dann nicht mit, was da vielleicht alles dahinter steckt und was da noch für Scheiße abgeht in dem Land. Das hat allerdings Katar natürlich jetzt verkackt. Ja. Das Image wird so ein bisschen. Egal, was jetzt noch passiert, das Image wird nicht besser. Na, ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil ich glaube, so ein paar Leute sind ja, also genug Leute sind ja immer noch so, dass sie halt wahrscheinlich sagen, ich scheiße auf alles, Hauptsache der Ball rollt. Ja, okay. Nee, ich meine jetzt aber das Image des Landes an sich, so gerade im Westen. Ja, das wurde nicht gefördert. Die haben halt so viel Geld, dass es ihnen eigentlich scheißegal ist, es sei denn, Saudi-Arabien greift an. Aber was wir von denen halten, ist ihnen relativ Bockwurst. Ja, solange wir Gas und Öl kaufen. Ja, müssen wir ja. Ach, anderes Thema, ganz anderes Thema. Nächste Folge. Ja.
Es ist alles nächste so, Folge alles reden so schlimm. Energiekrise. Ich glaube, können wir nicht die nächste Folge drüber reden, warum eigentlich die Olympischen Sommerspiele im Winter oder andersrum ausgetragen werden? Ich weiß schon wieder nicht mehr. Ja, aber nee, das sind keine Olympischen Spiele. Das sind nur die asiatischen Winterspiele, die in, auch in besser, Doha, ja, glaube ich, stattfinden. In der Wüste, Alter. Ja, oh, genau. Come on. Das ist der nächste Kack. Okay, das heben wir uns aber für die nächste Folge auf. Das ist, teilweise hast du wirklich das Gefühl, okay, wieso manche Leute sagen so, ja, Achtung, hier, Klima und so, wir müssen ein bisschen aufpassen. So ist es wie, als wenn du sagst, ja, okay, hier, können wir bitte aufpassen, hier, wir sind hier im Wald, alles ist trocken, wir dürfen kein Feuer machen, und daneben sitzt jemand und weiß nicht, und schmeißt einfach Öl rein. und Feuerzeug und keine Ahnung. Wenn das Gefühl habe ich immer, wenn, ja. Wenn ihr weiter wissen möchtet, wie Flo über die Olympischen Spiele denkt, dann kommentiert dieses Video und dann schauen wir, ob wir noch eine weitere Folge. Also ich möchte dazu sagen, das ist natürlich ein wesentlich, also das bietet wesentlich weniger Potenzial als diese Kack-WM. Aber wir haben sicherlich noch mehr Themen, die Flo aufregen. Also neben Mastodon haben wir jetzt auch Patreon, da könnt ihr dann Flo immer ranten hören. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht so einen Schweiß. Okay, aber ich würde trotzdem sagen, dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Außer jemand von euch möchte noch irgendwie ein Thema ganz besonders ansprechen, das mir jetzt auf dem Herzen liegt. Nicht für die Allgemeinheit, nein. Gut, dann würde ich euch diesmal extrem bitten, Kommentare dazu lassen, ob euch das Ganze gefallen hat, ob euch unsere Meinung überhaupt interessiert. Und wenn nicht, warum nicht? Nein, Quatsch. Aber, ja, was soll das? Ja. Nein, ob wir sowas vielleicht öfter mal machen sollen. Und auch zu anderen Themen, die noch weniger oder gar keinen RBTV-Bezug vielleicht haben oder so. Weil ich glaube, uns hat es soweit doch ganz Spaß gemacht, mal über so ein Thema zu reden. Und lasst eure Meinung einfach mal da. Ansonsten, wir machen es ja trotzdem weiter, auch wenn die Leute es nicht wollen. Das ist ja mit dem normalen Cast auch so. Ach so. Wenn wir es sehen. Okay. Gut, damit verabschiede ich mich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Tschüssi.